Polizeifotos der Bundschuss. Im Evangelium des Johannes heißt es, dass am Tag der Geburt des Herrn jenes wahre Licht in die Welt kam, das die Menschheit erleuchtete. Sie halten Nummerntafeln. Auch wir wurden am Heiligen Abend erleuchtet. Irgendwie. Aber schön war das erstmal nicht. In bunten Lettern Familie Bundschuh im Weihnachtschaos. Eine Einblendung, eine Woche vorher. Gerald fährt in seinem Citroën de Chevaux, auch Ente genannt, an weihnachtlich beleuchteten Einfamilienhäusern vorbei. Dabei glaubte ich, dieses Mal alles besser als sonst gemacht zu haben. Ich war vorbereitet auf Weihnachten. Der Speiseplan stand, es war eingekauft, der Baum wartete auf der Terrasse und der Regen hielt ihn frisch. Es sollte kein Stress aufkommen, diesmal nicht. Gerald steigt vor seinem kastenförmigen Haus aus dem Wagen. Am Haus erstrahlen Lichterketten. Glücklich lächelt Gerald. Andrea Sawatzki als Gundula, Axel Milberg als Gerald. In der Küche liegt Eddie Barak in einer Babywippe. In der Diele bindet sich Mats die Schuhe, neben ihm Demoschilder. Max, ich sehe, der Kampf geht weiter. Gut so. Am Garderobenschrank. Zwei Spuren im Schnee führen herab aus Steiner Höhe. Gerald hängt seinen Mantel weg. Was ist, mein Sohn? Hast du beschlossen, Weihnachten nicht mehr gut zu finden? Ich weiß nicht, ob die Weltlage das zulässt. Mats trägt eine Zahnspange. Kommt natürlich auch auf die Geschenke an. Er grinst. Gerald hebt den Zeigefinger und tänzelt in die Küche zu Gundula und Eddie. Gerald! Ich bin gerade sehr entzückt von dir, meine Liebe. Oh. Zärtlich streicht er eine Strähne aus ihrer Stirn und küsst sie. Mama, wann gibt's Essen? In einer halben Stunde, mein Schatz. Erst? Ich habe schon ein Hungerödem. Du kannst schon mal das Altpapier raustragen, das lenkt ab. Kassenzettel? Kassenzettel gehören nicht ins Altpapier, Mama. Da sind Hormone drin. Die nimmst du über die Haut auf. Hormone? Hast du das gewusst? Voll gesundheitsschädlich. Die gehören verbrannt. Also immer in den Restmüll. Gundula streckt die Arme nach Mats aus. Danke, dass du auf mich aufpasst. Er duckt sich weg. Enttäuscht dreht Gundula sich um. Ricky hat heute angerufen. Oh. Und nach meinem Plätzchenrezept gefragt. Gerald lächelt Eddie an. Was? Unsere Tochter will backen? Jeder aus ihrer WG steuert sein Lieblingsrezept von zu Hause bei. Das finde ich so schön. Eddie, Barak hat die Hose voll, fürchte ich. Oh. Wo ist denn eigentlich die Kindsmutter? Das Paar sieht Richtung Flur. Rose steht am Fenster von Ricardas Zimmer und blickt zu einem Wohnmobil. Hadi kommt heraus und schlingt fröstelnd die Arme um sich. Er schaut hoch. Schnell weicht Rose zurück. Sie ist klein, etwas mollig, hat braunes, schulterlanges Haar und trägt eine beigefarbene Strickjacke. Rose? Die wendet sich um. Rose, dein Sohn braucht einen Windelwechsel. Wärst du so gut? Unglücklich legt Rose den Kopf in den Nacken. Ilse öffnet ihre Haustür. Schon wieder? Zu Hadi. Hast du was an der Prostata? Glaube nicht. Nein? Ja, allmählich kommst du an das Alter. Meinst du? Genervt bewegt Ilse die Augen zur Seite. Hadi geht zum Gästeklo. Danke, Mutti. Nur mach schon. Hadi wärmt sich die Hände an Ilses offenem Kamin. Ilse, sie ist brünett, bringt zwei Tassen. Och, Mutti. Sie setzt sich in ihren Sessel vor dem Kamin. Auf dem Sims drehen sich die Figuren einer Weihnachtspyramide. Ja, nun setz dich doch. Oh. Hadi nimmt auf einem Hocker Platz. Er sieht sich um. Gemütlich hast du's hier. Ilse nickt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir helfen soll, Hans-Dieter. Der nippt an seinem Becher. Zögernd sieht er seine Mutter an. Was soll ich denn noch machen? Ja, lass dich scheiden. Je eher, desto besser. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Dann sitzt du wohl in der Falle. Ilse trinkt. Ich will doch den kleinen Eddie Barak annehmen wie mein eigenes Kind. Aber jetzt mach dir doch nichts vor, Hans-Dieter. Du hast bis zum letzten Moment gehofft, dass die Rosi dein Kind austrägt. Und jetzt? Ja, jetzt ist es halt das Kind von einem Afroamerikaner. Ja. Mutti. Und sein Name ist Reginald. Wunderbar. Wieder trinkt sie.
Ich war damals schon dagegen, dass du diese frömmelnde Schwäbin aus Memmingen heiratest. Du wolltest ja nicht auf mich hören. Mir ging von Anfang an ihre Bigotterie auf die Nerven. Mutti, ich will nicht, dass du so über meine Rose sprichst. Er steht auf. Wieso bist du denn hier? Hadi starrt zu seiner Mutter. Nebenan bei den Buntschuhs. Gerald entzündet 3 Kerzen an einem Adventskranz. Er und Gundula stellen Schüsseln auf den gedeckten Esstisch. Ach, ist das gemütlich. So? Gundula knipst das Licht eines Weihnachtssterns an, der im Fenster hängt. Stimmt was nicht, Mats? Ja, Mama. Die Eisschilde schmelzen, der Regenwald trocknet aus, die Monsune brechen zusammen und Millionen Menschen müssen aus unbewohnbar gewordenen Gebieten fliehen. Ich würde sagen, stimmt eine ganze Menge nicht. Aus einem Dekanter schenkt Gerald Rotwein aus. Gundula setzt sich. Gib mir mal deinen Teller. So, der Eddie Barak ist endlich eingeschlafen. Rose nimmt Platz. Na siehst du, Rose, das wird doch. Ach, ich weiß nicht. Ich hab gar keine richtigen Muttergefühle. Du sollst dir das nicht einreden. In Wirklichkeit machst du das alles schon sehr gut. Gerald schaut skeptisch. Was hast du uns denn heute Köstliches gekocht, mein Liebling? Spaghetti Bolognese. Ach ja, natürlich. Schon wieder Fleisch. Also bis jetzt habe ich ja nichts gesagt, aber... Du bist ja auch hier bei uns zu Gast, liebe Rose. Ja, ich weiß, ich fall allen nur zu Last. Ich habe ja heute mit Rolfi geskypt und die Familie eines Freundes lädt ihn über Weihnachten ein. Er fliegt morgen nach Vermont. Fliegen ist voll der Klimakiller. Na ja, nun, es sind ja auch 3000 Kilometer von Kalifornien nach Vermont. Liegt da Schnee? Ja, Rolfi wird perfekte weiße Weihnachten haben. Das wäre so schön, wenn es bei uns mal wieder schneien wird an Weihnachten. Das kannst du völlig vergessen. Die Industriestaaten machen einen Scheiß, um die Erderwärmung aufzuhalten. Es wird nie wieder an Weihnachten schneien. Ganz so pessimistisch würde ich das jetzt nicht sehen, mein Sohn. Auch in der Politik sind doch inzwischen die Warnsignale angekommen. Wusstet ihr, dass die Kommandobrücke der Titanic nach der Sichtung des Eisbergs 30 Sekunden gewartet hat, bis sie den Kurs geändert hat? Rose öffnet den Mund. Nein. Die haben einfach nichts gemacht. 30 Sekunden, in denen sie den Untergang hätten verändern können. Wir sitzen auf der Titanic. Alle. Und die Katastrophe kommt immer näher. Beunruhigt tauschen Gundula und Gerald einen Blick. Jetzt habe ich gerade so Hunger gekriegt. Rose füllt ihren Teller mit Fleischsoße. Lächelnd schlendert Susanne über einen Weihnachtsmarkt. Dürfen wir Sie denn zu einem Gläschen einladen, meine Damen? Ah, ah. Sie geht weiter. Ich bin die Susanne, ich bin Alkoholikerin. Seit 28 Wochen und 3 Tagen trocken. Sie hält ein Telefonzellen-Schneegestöber. Ist das herrlich! Ein Weihnachtsmann im Schnee, das ist genau das Richtige für meinen Gerald. Bitte packt es mir ein. Aber gerne. Hier ist meine Karte. Susanne, sie ist Mitte 70, reicht sie der Standverkäuferin und dreht sich um. Halleluja. Sie entdeckt einen jungen Weihnachtsmann mit Spendenbüchse. Sie singt. Keck winkt er ihr zu. Entschuldigung? Ja? Ihre Karte geht nicht. Das gibt's doch gar nicht. Haben Sie nicht bar? Wie machst du denn? 74,50. Schnee. Mehr habe ich nicht. Ein 5-Euro-Schein. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie es für mich zurücklegen? Na gut. Danke. Susanne dreht sich um. Herr Weihnachtsmann? Hallo, Herr Weihnachtsmann? Ich möchte spenden. Ah! Sie stürzt. Gerald und Gundula sitzen im Ehebett. 4, 3, 2... Sie sehen ins Leere. Es ist doch wirklich ungeheuerlich, wie lang einem 30 Sekunden vorkommen, wenn man sich der Spitze eines Eisbergs nähert, ohne zu ahnen, was sich darunter verbirgt. Irre lang. Gundula schüttelt den Kopf. Das stimmt, die Geschichte mit der Titanic? Aber selbst wenn nicht, dann hat Mats doch eine großartige Metapher gefunden. Brillant argumentiert. Gerald lächelt. Aber könnte er nicht trotzdem noch ein bisschen mein kleiner Knuddel bleiben, den ich in den Arm nehmen und in den Nacken küssen darf? Mein Liebling. Ich darf es nicht mehr. Sie legt sich hin.
Das ist normal, mein Herz. Das ist die Pubertät. Zeit des Rückzugs. Er mustert seine Frau. Und mehr Zeit für uns. Sie umarmen sich. Geralt küsst ihren Hals. Gundula öffnet die Augen. Das Baby weint. Es ist nicht unser Baby. Geralt drückt seine Lippen auf Gundulas. Sie schlingt ein Bein um ihn. Gib mal ran. Nein. Vielleicht ist es wichtig. So gut. Er setzt sich auf und greift das Handy vom Nachttisch. Ja? Am Apparat. Geralds Miene wird ernst. Klinikum Süd? In Pyjama betritt er ein Patientenzimmer im Bett Susanne. Oh, Mutter, was machst du denn für Sachen? Geralt. Wie geht's dir? Hast du Schmerzen? Schrecklich geht's mir. Es war so peinlich, sag ich dir. Vor all den Männern. Ihr Bein ist geschient. Hast du etwa wieder angefangen zu trinken? Na, also. Wenn ich was intus gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich alles gar nicht passiert. Geralt riecht an ihr. Stimmt's, Doktor? Stimmt's. Huldvoll reicht sie ihm die Hand. Ich bin Dr. Hasner, ich habe Ihre Mutter operiert. Bunschuh, ich bin der Sohn. Guten Abend. Guten Abend. Ihre Mutter wurde mit einer verschobenen Sprunggelenksfraktur eingeliefert. Wir haben sie unter Leitungsanästhesie mit einer Zugschraube und einer Neutralisationsplatte stabilisiert. Schrecklich. Ja, das sag ich doch. Und was bedeutet das jetzt für die nähere Zukunft? Fürs Erste wird der Fuß mit einer Orthese in Position. Keine weiteren Details. Gerald, ich muss an Krücken laufen. Alle linken Hosenbeine müssen abgeschnitten werden. Sie schlägt die Hand vors Gesicht. Wie lange dauert das etwa so? Wegen der Hautverletzungen, die ein höheres Infektionsrisiko bergen, müssen wir Ihre Mutter je nach Verlauf schon bis zu 10 Tagen stationär behalten. Anschließend Reha, da sind wir bei 4 bis 6 Wochen. Er lehnt sich zu Geralt vor. Auf ein Wort, bitte. Der Sohn folgt ihm hinaus. Du kommst noch mal her. Auf dem Gang. Ihre Mutter ist privat versichert? Warum fragen Sie das? Sie sagte, sie hätte die Versichertenkarte verloren. Das halte ich für möglich. Hasner nickt. Sie sollten auf jeden Fall wissen, dass Ihre Mutter einen privatärztlichen Behandlungsvertrag unterschrieben hat. Er reicht ihm das Dokument. Und das heißt was? Die Kosten zwischen Klinik und Patientin werden direkt abgerechnet. Herr Dr. Hasner, wie viel? OP, Labor, Anästhesie, Radiologie, stationäre... Schätzen Sie? 4.000 bis 5.000. Das können aber auch schnell 1.000, 2.000 mehr werden. Später kommen natürlich noch die Kosten der Reha dazu. Moment. Geralt marschiert ins Patientenzimmer. Der Arzt schaut verdutzt. Geralt leert Susannes Handtasche auf dem Bett aus. Was ist das? Was suchst du denn? Ich suche deine Versicherungskarte, weißt du? Ich hab dir doch gesagt, ich hab die Karte verloren. Sie nimmt ihm ein Notizbuch ab. Bist du dir denn überhaupt sicher, dass du privat versichert bist? Selbstverständlich, ich bin Unternehmerin. Wie heißt denn deine Krankenkasse? Behandle mich nicht wie eine Demenzkranke. Sie zieht ihm ihr Portemonnaie aus den Fingern. Weißt du, ich wollte dann morgen nur gleich anrufen, damit wir beide beruhigt sein können. Das mache ich schon selber. Entschuldige. Aber du musst mir versprechen, dass... Alles. Alles. Sie küsst Geralds Hand. Alles wird gut. Bei Tag sitzt Gundula vor Mussorgsky in seinem Bungalow. Sehr gut. Und jetzt wieder tief einatmen. Sie hat rotes, glattes Haar und grüne Augen. Zugegebenermaßen schäme ich mich ein bisschen. Visualisieren Sie die sich häutende Schlange, Gundula? Kurz schließt sie die Augen. Weil es mir ja eigentlich leid tun müsste, dass Susanne jetzt 10 Tage im Krankenhaus bleiben muss. Schließen Sie die Augen, Gundula. Im Schneidersitz sitzen sie auf Meditationskissen. So kann sie uns Weihnachten schon mal nicht versauen. Konsterniert schaut der Therapeut sie an. Und wieder tief einatmen. Und in der Atemfülle verharren. Den Brustkörper weiten. Und stoßweise ausatmen. Und loslassen. Wie hat sich das für Sie jetzt angefühlt? Gundula öffnet die Augen. Wie Wehen atmen? Mussorgsky stutzt. Ach so.
Manchmal werde ich ganz traurig, wenn ich an die Geburten meiner Kinder denke. Da waren sie noch so zerknautschte, winzige Wesen, die mich gebraucht haben. Und jetzt sind sie so weg. Ja. Rolfi ist in Amerika, Ricky studiert in Halle und Mats kommt übergangslos in die Pubertät. Aber Mats ist immerhin noch da. Er wohnt noch bei uns. Aber manchmal kommt es mir so vor, als ob er vor mir auf der Flucht ist. Vermutlich liegen Sie damit auch richtig. Ja, aber was mache ich denn falsch? Sie sind seine Mutter. Gundula schüttelt den Kopf. Also ich fühle mich wie amputiert. Versuchen Sie das nicht persönlich zu nehmen, Gundula. Das ist eine gesunde Phase der Ablösung. Ich will nicht, dass Mats sich von mir ablöst. Mats braucht jetzt männliche Vorbilder. Er will nicht mehr länger das Kind einer beschützenden Mutter sein, sondern der Sohn eines Vaters, dem die Welt aus männlicher Sicht erklärt. Der Hypothalamus hat die Regie übernommen. Hormone. Testosteron. In einem Wigwam sitzt Mats mit Gesichtsbemalung und einem Wolfskopf über dem Haar neben Gerald. Ebenfalls mit Gesichtsbemalung. Der Vater reicht dem Sohn eine Fellrolle. Mats öffnet sie und holt einen Plüschhasen heraus, dem er über die Schlappohren streicht. Aufmunternd legt Gerald ihm die Hand auf eine Schulter. Mats sieht zu einem Mann mit schwarz-roter Bemalung. Aus seinem Fell- und Federkopfschmuck ragen Hörner. Er streckt die Hände nach dem Plüschhasen aus. Mats legt das Kuscheltier auf eine rotleuchtende Glut zwischen ihnen. Der Hase fängt Feuer. In rotem Mantel tritt Gundula aus Mussorgskis Bungalow. Auf dem Gehweg trifft sie auf Hadi. Wie siehst du denn aus? Hadi, willst du etwa... Zu Mussorgski, ganz genau. Unsere Mutti hat das für mich organisiert. Sie hat einen sehr guten Draht zu ihm. Wenn es dir wirklich ernst wäre, dann hättest du dir selbst einen Therapeuten gesucht. Du wirst doch jetzt nicht eifersüchtig sein, Schwesterherz. Glaubst du nur, du hast so ein Übertragungsding zu Mussorgski? Er zupft ihr eine Feder aus dem Haar. Ernsthaft? Gundel. Die nimmt ihm erstaunt die Feder ab und wendet sich zum Gehen. Rose schiebt den Kinderwagen mit Eddie Barak zu Ilses Grundstück und späht zum Wohnmobil im Garten. Hinter ihr fährt ein Rettungswagen vorbei. Der Papa ist nicht daheim. Gundula nähert sich ihrem Haus. Sie stoppt, pustet die Feder weg und geht schneller. Rettungskräfte hieven Susanne auf einem Sitz aus dem Wagen. Susanne! Solltest du nicht erst in 10 Tagen wieder rauskommen? Ich denke doch gar nicht dran. Weihnachten noch unter Kranken und Lahmen zu verbringen. Nein, 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 nein. Weihnachten ist das Fest der Liebe und gehört der Familie. Sie kommen jetzt allein zurecht? Nein. Könnten Sie sie nicht vielleicht bitte wieder mitnehmen? Tut mir leid. Und vielen Dank für die Hilfe. Schöne Bescherung. Danke. Rose. Ich hab dein Söhnchen ja so lange nicht gesehen. Sie linst in den Kinderwagen. Nein, ist das ein schönes Kind. Rose lächelt. Mensch. Oh. Und so ein strammes Kerlchen, ne? Eddie hat schwarze Haut. Ganz der Papa. Rose fängt an zu weinen. Müssen wir mal reingehen, sonst holen wir uns hier noch einen Tod. Gundula hält Susannes Hut und Handtasche. Was will die denn hier? Wir haben doch gar keinen Platz bei uns. Gundula drückt Rose Susannes Sachen in den Arm und lässt sie stehen. An ihrem Esstisch rollt Ilse Marzipankugeln in Kakaopulver. Ich verstehe nicht, warum du dir das alles bieten lässt, Gundula. Du Mutter, du hast gesagt, dass du hierher gezogen bist, damit du mir auch mal helfen kannst. Es ist eine Woche vor Weihnachten. Hilf mir. Gundula setzt sich. Kannst du nicht Rose und das Baby übernehmen? Ilse schaut auf. Bitte. Tja. Wenn ich die Oma wäre? Nee, nee. Mir reicht schon, dass dein Bruder hier ein- und ausgeht. Wie in eine öffentliche Notdurftanstalt. Hast du ihn deswegen zu meinem Therapeuten geschickt, ja? Oh, Quatsch, Therapie. Das ist so eine Art Coaching. Damit der Herr Autor mal die Realität erkennt. Und die Sache durchzieht. Was denn für eine Sache? Ach, Hans-Dieter muss einfach mal den Kopf gewaschen kriegen. Von einem Mann. Das hätte Gerald auch übernehmen können. Ja, Gerald. Dieser Gartenzwerg im Finanzamt. Gundula steht auf. Mutter, ich bin gerade sehr glücklich mit Gerald. Schön. Jedenfalls, bis Susanne hier aufgetaucht ist. Tja, es tut mir wirklich leid, mein Kind, dass du diese Trinkerin beherbergen und auch noch ihre Schlüpfrigkeiten ertragen musst. Ihre Tochter greift nach einer Marzipankartoffel. Nicht doch. Die sind für Mussorgski. Für,
Ja, er liebt Marzipankartoffeln. Was hat er mir nie gesagt? Ilse wiegt Mussorgsky auf einer Schaukelliege. Augen zu. Mhm. Sie hält einen Teller Marzipankartoffeln. Und Mund auf. Ah. Sie füttert ihn. Mussorgsky öffnet die Augen. Mit gelocktem Haar sitzt Gundula an seiner Liege. Sie steckt ihm eine Marzipankartoffel zwischen die gespitzten Lippen. Mmh. Gundula! Das Bild wird weiß. Gundula! Bei Ilse. Manchmal frage ich mich wirklich, was bei eurer Erziehung falsch gelaufen ist. Dass ihr beide, Hans-Dieter und du, euch dermaßen auf dem Kopf rumtanzen lasst. Also von mir habt ihr das nicht. Bei den Buntschuhs. Kein Krankenhaus der Welt entlässt eine frisch operierte alte Frau so kurz vor Weihnachten. Da stimmt was ganz gewaltig nicht. Liebling. Gerald! Mutter? Er trägt Bettzeug ins Arbeitszimmer. Gundula wendet sich Weihnachtsschmuck zu. Oh! Die beruhigt sich schon wieder. Und warum haben dich die Ärzte jetzt so plötzlich entlassen? Hier, halt mal. Aha. Hat das was mit deiner Krankenversicherung zu tun? Ach, hör mal. Die sind froh, dass ein Bett frei geworden ist. Gerald klappt ein Gästebett auf. Lächelnd schmückt Gundula das Treppengeländer mit Tannengirlanden. Hallo, Max. Hängst du bitte deine nasse Jacke auf? Er geht vorbei. Und zieh deine Stiefel aus. Gleich. Sofort. Mama? Ja, mein Schatz? Echt jetzt? Er fasst an die Girlande. Die ist aus Plastik. Die ist schon immer aus Plastik, schon seit über 20 Jahren, Mats. Jedes Jahr landen 8 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozean. Wusstest du, dass 90% aller Seevögel Plastikteilchen in ihrem Magen haben? Das ist der Wahnsinn. Und du machst da noch mit. Er geht hinauf, seine Stiefel hinterlassen schmutzige Abdrücke. Mats! Ich hatte jetzt auch nicht vor, meine Weihnachtsgirlanden im Meer zu versenken. Gerald? Du brauchst Krankengymnastik. Irgendwelche Anwendungen oder so. Da bist du auch wieder viel schneller auf dem Damm. Susanne? Als ich 83 zum ersten Mal in Sri Lanka zur Ayurveda-Kur war. Ach, die hatten zwei Masseure. Bintu und Saman. Wunderschöne Menschen. Sie schaut versonnen. Und wenn die mit mir die ganz Körpersynchronmassage macht. Wow. Mutter, bitte. Ayurveda-Kur will ich sofort wieder machen. Gerald hilft ihr. Upsi. Aus dem Sessel. Aber das zahlt definitiv keine Kasse. Nein, ich will doch nichts, was die Kasse bezahlt. Das ist so deprimierend. Es gibt hervorragende Reha-Kliniken. Ich gehe auf gar keinen Fall in so ein Siechenheim, wo das Pflegepersonal mit quietschenden, rutschfesten Sohlen über die Flure rennt. Nach zerkochten Dosenerbsen und Hühnerfrikassee riecht. Sie setzt sich aufs Bett. Oder möchtest du, dass deine Mutter wieder anfängt zu trinken? Gerald schüttelt den Kopf. In der Küche wippt Gundula Eddie Barack und kocht. Wo ist der kleine Eddie? Wo ist der kleine Eddie? Ihr Mann kommt herein. An der Spüle füllt er ein leeres Marmeladenglas mit Wasser. Er späht über die Schulter zum Baby und trinkt. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Sie hat irgendwelche irrationalen Ängste. Jetzt muss ich mich also nicht nur um eine postnatal depressive Schwägerin, sondern auch um eine abgetakelte alte Diva im Krankenstand kümmern. Advent, Advent. Liebling. Wie du siehst, sind meine Ängste sehr konkret. Sie wird ernst. Lass mich nicht hängen. Niemals. Mause ich mir Mutters Versicherungsunterlagen an und dann finde ich etwas Adäquates. Und dann? Melde ich sie irgendwo an und bringe sie weg. Zweifelnd nickt Gundula. Was ist denn schon wieder mit Rose? Er riecht an Eddie. Sie hat sich vom lieben Gott abgewandt. Vor Rose brennen Kerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes, ich komme zu dir in tiefem Glauben und mit demütiger Bitte, weil du verstehst mich. Du bist auch Mutter. Gott hat mich verlassen. Ich weiß nicht, warum der Herr mich so hart straft. Ich war immer seine treue Dienerin. Zu einer Marienfigur. Bis auf einmal. Sie nickt vor sich hin. Ja, klar. Das war
Ehebruch mit dem Reginald, aber im Grunde straft ja Gott den Hadi viel mehr für meine Sünden mit dem Kind. Weil das ihm ja quasi schwarz auf weiß zeigt, dass es nicht seins ist. Und der arme Eddie, der muss es auch büßen, weil ich mich den gar nicht richtig gern haben trau, weil mir das dann immer gleich wie ein Verrat am Hadi vorkommt. Sie berührt das Regalbrett, auf dem die Marienfigur steht. Was soll ich machen? Bitte, Maria, bitte, hilf mir. Bitte schick mir ein Zeichen. Hadi kommt in Ilses Wohnzimmer. Ach Gott, hast du mich erschreckt. Entschuldige, ich wollte nur noch mal kurz ins Warme. So ein trockener Husten ohne Auswurf, weißt du, kann der Beginn einer gefährlichen Lungenentzündung sein. Blödsinn. Doch, doch, das hält der Mussorgsky auch für möglich. Mussorgsky ist kein Internist. Im Grunde kommt die Kälte ja auch vom Herzen. Es ist so leer ohne meine Hose. An der Rose gerochen. Ilse wendet sich ab. Den Dorn gestochen. Im Blut wird's geschrieben, ich werde sie immer lieben. Ja. Hier, nimm. Das wärmt vielleicht dein Herz. Eine Wärmflasche. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht. Hans-Dieter. Ja? Morgen koche ich dir eine Hühnersuppe, mein Junge. Die knallt die Wohnzimmertür zu. In einem Durchgang öffnet Gerald einen überfüllten Briefkasten. Er hat ein rundes Gesicht, trägt einen Hut und einen grauen Mantel. Ihm fällt haufenweise Post entgegen. In einem Hausaufgang telefoniert Gerald mit Susanne. Gundula stapelt Kisten unter deren geschientem Bein. Ist dir denn inzwischen wieder eingefallen, wo du deine Unterlagen aufbewahrst? Nein, mein Schätzchen, du musst die Zeit nicht damit vergeuden, danach zu suchen. Aber bitte bring mir doch mein warmes, wunderbares Wollkleid mit, ja? Es ist so frostig hier. Gundula lässt Susannes Bein los. Könnte sie nicht ein bisschen vorsichtiger mit mir umgehen? Jetzt überleg doch mal, bitte, wann du zuletzt etwas weggeräumt hast, als du Post von der Versicherung bekommen hast. Und mein Morgenmantel, ja? Mein Morgenmantel brauche ich und den Kosmetikkoffer, das ist beides sehr wichtig. Wo liegt denn deine Dokumentenmappe? Gundula? Mhm. Meine Schmerztabletten. Die liegen doch neben dir. Für die Schreiben von der Bank, die Steuerunterlagen und so weiter und so weiter. Das willst du jetzt auch noch alles sehen? Gerald, ich habe Schmerzen. Sie legt auf. Mutter? Vor einer Wohnungstür. Mutter? Was? Gerald sieht sich um. Das ist keine Hilfe. Susanne mit leerer Wasserflasche. Gundula! Soll ich die trocken runterwürgen? Gundula grinst. Dann könntest du wenigstens dran ersticken. Bei Mussorgsky. Es ist nicht so, Hadi, dass ich es nicht versucht hätte. Ich wollte das Kind genauso sehr wie wie die Rose. Genauso sehr, ja? Ja. Selbst auf die Gefahr hin, dass es nicht von mir sein könnte. Das ist aber sehr großherzig. Nicht viele Männer kriegen das hin. Aber ich kriege es ja auch nicht hin. Jedenfalls, seit das Kind da ist. Was macht ihn denn mir zu schaffen? Dass Sie wissen, dass Sie nicht der biologische Vater sind? Oder dass es für alle ersichtlich ist? Ich weiß es ja nicht. Als Humanist bin ich vor allem enttäuscht von mir selbst. Ich habe mich dem philosophischen Denken verpflichtet. Ich bin in der Lage, Dinge in ihrer Komplexität zu erfassen. Aber warum kann ich den kleinen Eddie Barak nicht annehmen? Er kann schließlich nichts dafür, dass er in einem Seitensprung gezeugt worden ist. Einen Moment. Mussorgsky steht auf. Er rollt einen Spiegel heran. Stellen Sie bitte auf. Hadi erhebt sich vom Meditationskissen. Und stellen Sie sich vor diesen Spiegel hier. So. Ja? Was sehen Sie? Was sehe ich? Einen Trauernden. Empfinden Sie noch was anderes neben der Trauer? Ich weiß nur, dass ich mich grauenhaft fühle. Wenn Sie genauer? Gedemütigt. Ja? Nutzlos. Der Therapeut hebt das Kinn. Entmannt. Er fixiert Hadi aus seinen grünen Augen. Ich fühle mich komplett enteiert, wenn Sie es so genau wissen wollen. Bleiben Sie genau bei diesem Gefühl. Weil jetzt sind Sie zum Beobachter geworden. Und das ist gut. Aha. Atmen Sie tief ein. Und aus. So, jetzt nehmen Sie die Schultern zurück. So, den Kopf hoch. Er steigt auf ein Meditationskissen. Den Kopf hoch. So, als würde sie ein unsichtbares Band hier hochziehen. Oh, ist das gut. Gesäßmuskeln anspannen.
Atmen nicht vergessen. Tief ein und aus. Und der Hintern? Muss so hart sein wie eine rohe Kartoffel. Ja, okay. Hadi betrachtet sich im Spiegel. Was sehen Sie jetzt? Ist doch alles da? Ich sehe einen Gewinner. Lächelnd nickt Mussorgsky. Im Flur zieht sich Hadi an. Ich habe schon mal dran gedacht, sich einen Job zu suchen. Ich bin Philosoph. Ja, aber ich meine, so mehr in Richtung ehrliche Arbeit, ehrlicher Lohn. Was denn? Ich bin ja auch Schriftsteller. Ja, aber es gibt auch Jobs, wo man die angewandte Philosophie nebenbei betreiben kann. Aha. Danke, Herr Mussorgsky. Ja. Hadi geht. Er trägt eine Ohrenmütze zu einer Kordjacke. Ein Handwerker hantiert an Ilses Wohnzimmertür. Ihre Schlüssel. Probieren Sie mal. Das ist jetzt wirklich ein Sicherheitsschloss. Sicherer geht's nicht. Ja, mal sehen. Sie dreht den Schlüssel. Ja, prima. Ja? Warten Sie, bringen Sie raus. Hallo, ja, ja. Ilse winkt einem Paar und läuft durch den Garten zum Wohnmobil. Drinnen sitzt Hadi am Notebook. Ja. Ilse öffnet die Tür. Hier, dein Schlüssel für die Haustür. Mutti. Er nimmt ihn. Damit wir uns richtig verstehen. Ich werde nicht zulassen, dass du dich klammheimlich bei mir einnistest. Verstehe. Sonst verlierst du noch deine Misere aus den Augen und änderst dich nie. Mutti, das wäre in der Tat wenig zielführend. Er zeigt den Bizeps. Wie oft warst du jetzt schon bei Mussorgsky? Du kommst hoffentlich mit ihm voran in der Sache. Entschuldige, Mutti, ich muss weitermachen. Danke für den Haustürschlüssel, ja? Hadi streicht ihr über den Arm. Du hustest ja gar nicht mehr. Ja, Mutti, deine Hühnersuppe hat wahre Wunder bewirkt. Lass mal gut sein. Im Dunkeln steigt Gerald aus seinem Wagen. Mir leuchtet das ja alles ein, Frau Barz. Glauben Sie mir, ich hatte ja keine Ahnung, dass meine Mutter... Ins Handy. Nein, überhaupt nicht. Ja, das kriegen wir irgendwie hin, Frau Barz. Jetzt sagen Sie mal, welche Summe an Nachzahlung ich... Er taumelt geschockt und sinkt auf einen Koffer. Der kippt um. Ja. Gundula bringt den Müll heraus. Mit drei Koffern und einer Decke über der Schulter kommt ihr Gerald entgegen. Was ist das? Nicht, wonach es aussieht. Aber... Entschuldige, ich muss mit meiner Mutter sprechen. Gundula schließt die Mülltonne und folgt ihm mit dem Biomüll zum Haus. Im Arbeitszimmer stellt Gerald das Gepäck ab und kehrt Susanne den Rücken zu. Nervös beobachtet sie ihn. Ihr Sohn nimmt den Hut ab und streicht sich übers Haar. Konntest du nur monatelang deine Post nicht öffnen? Ich habe immer so gemacht, wenn ich in der Bredouille war. Weißt du, wie viel an die Krankenkasse überwiesen werden muss, damit du überhaupt noch versichert bist? Susanne schüttelt den Kopf. 5.674 Euro. Oh, diese Verbrecher. Und das sofort. So viel habe ich nicht. Ja, das weiß ich. Hier. Er nimmt Post. Versicherung... Weinhandlung Reise, Krankenkasse, Krankenkasse, Weinhandlung Reise und noch einmal die Weinhandlung Reise. Warum hast du dich nicht früher an mich gewandt? An dich? Ja, was heißt das an mich? Sie streckt die Hand aus. Ja. Gerald schiebt einen Stuhl an ihr Bett und setzt sich. Du bist mein Sohn und ich weiß, du hast mich lieb. Aber du bist eben auch ein... Fragend schaut er Susanne an. Du bist eben auch ein in der Wolle gefärbter Finanzbeamter, weißt du? Und ich bin ein Luftwesen, ich bin ein Freigeist. Ja, könntest du mich bitte wieder hinsetzen? Macht mich wahnsinnig, wenn du rumläufst oder rumstehst. Mutter. Gerald nimmt wieder Platz. Du treibst über dem Abgrund. Kannst du das irgendwie sehen? Verstehen. Sie fixiert ihn. Was denkst du denn? Die Angst vor der Altersarmut, die sitzt mir doch im Nacken. Was glaubst du, warum ich so viel getrunken habe? Herrgott. Er steht auf. Ich hoffe, du hast dich wenigstens um deine Rente gekümmert. Ich kriege Depressionen, wenn ich dieses Wort nur höre. Das ist so unsexy. Entschuldige, du bist 75. Nein! Doch! Nein! Doch! Nein, 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 nein! Am Esstisch basteln Rose und Gundula Weihnachtsschmuck. Das ist schlimm. Das ist ganz arg schlimm. Ein Albtraum. Gundula steht auf. Arme Susanne. Das kann so schnell gehen, dass man in die Armut abrutscht. Stell dir das mal vor. Ich unter Eddie Barak. Allein
obdachlos? Nein, Rose, das stellen wir uns jetzt mal nicht vor. Mats? Bleibt Oma jetzt immer hier oder schiebt ihr sie ab ins Altersheim? Na, ich hoffe doch, dass dein Vater eine andere Lösung findet. Aber wenn wir die Schulden von Oma bezahlen müssen, dann sind wir doch auch pleite. Müssen wir dann hier raus? Erschrocken schaut Gundula ihn an. Am Kurfürstendamm schiebt Gundula einen Einkaufswagen voller Tüten vor sich her. Ihr Haar ist zerzaust und sie trägt einen dreckigen Parka. Sie bleibt an einem Mülleimer stehen und durchwühlt ihn. Geschäftig holt Gundula zwei Pfandflaschen heraus und lädt sie auf ihren Einkaufswagen. Aus einer dritten Flasche trinkt sie einen Schluck Bier. Mit geschlossenen Augen steht Gundula in ihrer Dusche. Sie wäscht sich das Haar. In rosafarbenem Bademantel, Schlafanzug und mit einem Handtuch um den Kopf kommt sie zu Gerald ins Schlafzimmer. Der sitzt auf der Bettkante und sieht auf. Seit wann duschst du nachts? Seit wann du nachts duschst? Mir war so danach. Sie setzt sich auf ihre Bettseite. Wo willst du hin? Ich muss was erledigen. Was denn? Dauert nicht lang. Bin gleich wieder da. Im Kellerbüro hängt Gerald Susannes Rechnungen an die Wände. 1674 Krankenkasse plus 3080 Mietrückstand, das sind 8754 plus 2298 Steuerschulden, das sind 11.052. Gerald dreht sich um. Und dann noch die laufenden Inkassoverfahren. Schaudernd umfasst er mit einer Hand ein Deckenrohr. Mit der freien Hand greift Gerald an sein Herz. Schlummernd liegt Gundula im Bett, auf ihrer Brust ein Buch, Der Weg deiner Seele. Sie öffnet die Augen. Ich gehe schon. Sie entdeckt die leere Bettseite neben sich. Gerald? Sehr geehrter Herr Fuhr, als langjähriger und verhaltensunauffälliger Kunde Ihrer Bank muss ich nun doch aufgrund einer familiären Notsituation, die rasches Handeln erfordert, mit Ihnen die Möglichkeit einer Zwischenfinanzierung zeitnah und absolut vertraulich erörtern. Dabei scheint mir die einzige Lösung zu sein, Gerald, zumindest bis zur Auszahlung meiner im Juni des nächsten Jahres fällig werdenden Lebensversicherung, Gerald tippt im Keller am Notebook, die Geldmarktkonten für die Ausbildung unserer Kinder, so unwohl ich mich dabei fühle. Im Kellerflur schaltet Gundula Licht an und tritt an die Bürotür. Gerald? Ja? Was machst du denn hier unten? Hallo? Ich finde das sehr befremdlich, dass du dich hier unten einschließt. Mach auf! Gerald klappt das Notebook zu und öffnet die Tür. Ach, mein Liebling, es weihnachtet überall. Ich packe Geschenke ein. Seit ich dich kenne, machst du das immer erst am 24. Geh schlafen. Ich komme auch gleich. Misstrauisch versucht Gundula, an ihrem Mann vorbeizuspähen. Dann wendet sie sich um. Gerald schließt die Tür. Mit dem Handrücken tupft er sich die Stirn ab. Es ist Tag. Jogger laufen an Ilses Haus und Garten vorbei. Der große Hardy kommt im Flur aus der niedrigen Gästeklotür und geht zur Wohnzimmertür. Die Tür ist verschlossen. Mutti, das gibt's doch nicht. Er wendet sich zur Haustür um. Über mehreren Pullis trägt er einen Bademantel. Mit Eddie auf dem Arm kommt Gundula in Mats Zimmer. Guck mal. Der Mats. Sie sammelt Kleidungsstücke ein, riecht an einem und wirft die Sachen in einen Wäschekorb. Unter Mats Kopfkissen zieht Gundula den Plüschhasen hervor. Oh. Guck mal, Eddie. Das ist Murmel. Den hat Mats schon, seit er so klein war wie du. Hallo, hallo, Eddie. Gundula legt den Hasen ab und öffnet Hardy die Tür. Hey. Hardy, komm rein. Bist du zu Rose? Hey. Ja. Ich wollte noch mal wissen, wie es ihr geht. Sie schläft noch, aber sie freut sich bestimmt, wenn du sie wächst. Ach, lieber nicht. Er betrachtet Eddie auf ihrem Arm. Du könntest mit ihm spazieren gehen. Das kann ich nicht. Weißt du was, dann bring wenigstens die Windeln raus. Sie zeigt auf einen Mülleimer. Also irgendwas könntest du mir schon abnehmen, finde ich. Ich würde ja gerne, Gunther, wirklich. Aber ich muss weg.
Ein wichtiger Termin. Klar. Es muss sich was ändern. Gundula! Er geht. Ich mach dir immer noch auf meinen Tee. War das gerade Hadi? Rose kommt die Treppe herunter. Fütter dein Kind. Sie gibt ihr Eddie. Kannst du das nicht noch einmal für mich machen? Bitte, mir geht's gar nicht gut. Mir geht's auch nicht gut. Gundula! Sag mal, lässt du mich mit Absicht so lange machen? Gundula schaut aufs Handy. Ricky. Sie entfernt sich. Hast du Hunger? Rose hebt Eddie hoch. Oh. Im Waschkeller. Geht's dir gut, Rickylein? Ich habe überlegt, ich könnte heute schon nach Hause kommen. Ricarda an einem leeren Kühlschrank. Oh, natürlich. Oh, Ricky, da freue ich mich. Aber dann bist du ja schon zum 4. Advent zu Hause. Oh, wie schön. Ja, da hatten wir eigentlich vor, mit der ganzen WG noch mal zu kochen. Aber jetzt wollen doch irgendwie schon alle nach Hause. Oh, ich habe dich so vermisst. Sag mal, haben sich Rose und Hadi inzwischen wieder eingekriegt? Ich habe nämlich totale Sehnsucht nach meinem Zimmer. Ja, natürlich. Super, ich komme gleich noch einen Bus. Bis heute Abend, hab ich lieb. Glücklich lässt Gundula ihr Handy sinken. Sie hat mich lieb. Sie wird ernst. Rose. Gundula verlässt entschlossen den Raum und schaltet das Licht aus. Durch das Schlüsselloch von Geralds Kellerbüro dringt Licht. Ständig über die Stromrechnung meckern und dann das Licht im Keller anlassen. Sie drückt die Klinke herunter. Gerald! Gundula lugt durchs Schlüsselloch und sieht eine der Rechnungen. Sie schaltet das Flurlicht an und geht zu einem Sekretär. Gundula? Rasch holt sie einen Schlüssel aus dem Sekretär und sperrt das Büro auf. Gundula? Gerald lauscht am Treppenabsatz und hastet herunter. Im Büro wandert Gundulas Blick über die Rechnungen an den Wänden. Sie öffnet den Mund. Diese gewissenlose, verdorbene alte Hexe. Ah, Schatz, du bist hier. Du, darf ich dir mal mein System erklären? Also hier, auf der linken Seite. Sind das alles Rechnungen? Nein, nicht alles. Nein, aber du solltest das gar nicht sehen. Wie bitte? Geht's noch? Sie reißt ein Schreiben von der Wand. Wegen des mittlerweile 4-monatigen Mietrückstands möchten wir Sie dringend auffordern. Ich habe es immer gewusst. Wir werden Sie nicht mehr los, Gerald. Gib mir das jetzt. Nein. Sie ziehen einen Brief. Ah, siehst du. Er ist zerrissen. Genau das wollte ich vermeiden. Dass du dich so aufregst, bis wir die kleine Schieflage überblicken. Kleine Schieflage? Deine Mutter ist eine tickende Zeitbombe. Wie lange wolltest du das noch vor mir verheimlichen, ha? Bis wir alle auf der Straße sitzen? Nichts davon wird passieren. Du bist mit einem Finanzbeamten verheiratet. Ich regle das. Sie wird uns mit sich in den Abgrund reißen. Nein, ich habe das voll im Griff. Glaub mir, wir müssen jetzt die Ruhe bewahren. Gundula befreit ihre Handgelenke aus Geralds Griff. Mit beherrschter Miene geht sie auf den Flur. Sie dreht sich um. Krieg das hin, Gerald. Sonst waren das unsere letzten gemeinsamen Weihnachten. Gundula tritt an ihn heran. Und kein Wort zu irgendjemandem. Ich möchte friedliche, besinnliche Weihnachten feiern. Gerald lächelt steif und nickt. Hoch erhobenen Hauptes verlässt Gundula sein Büro. Im Flur. Rose! Gerald verzieht den Mund und fühlt seinen Puls am Hals. Vor Ilses Tür. Gundula, Rose, Eddie und Plastiktaschen. Um Gottes Willen. Ilse schließt die Tür, Gundula stemmt den Fuß dagegen. Siehst, deine Mutter will es auch nicht. Ich will es aber. Im Haus versperrt Ilse die Treppe. Ich denke gar nicht daran. Sei nicht so herzlos, Mutter. Dann nehme ich doch lieber deinen verweichlichten Bruder in Kauf. Soll doch die Rosi mit ihrem Kuckuckskind in den Wohnwagen ziehen. Ich heiße Rose. Und jetzt ist der Eddie Barak aufgewacht. Das meinst du doch wohl nicht ernst, Mutter. Ich meine grundsätzlich alles ernst, was ich sage. Aber besonders, wenn man mir in meinem eigenen Haus die Pistole auf die Brust setzt. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach. Du schaffst es ja sicher allein, deine Schwiegertochter mitsamt ihrem Baby auf die Straße zu setzen. Rose und Ilse sehen sich an. Ilses Blick fällt auf Eddie, der auf Roses Schoß sitzt. Ihre Miene wird etwas weicher. Sie ist hager und trägt einen dunklen Rollkragenpulli. Rose streicht dem Kleinen über das stark gelockte Haar und gibt ihm einen Kuss. Lieb späht sie zu ihrer Schwiegermutter auf. Die zögert. Rose erhebt sich von einer Polsterbank. Du musst uns nicht rauswerfen. Wir gehen schon selbst. Komm. Sie nimmt sich eine der riesigen Plastiktaschen.
dann bleib halt hier. Aber nur bis nach Weihnachten. Ilse gibt ihr einen Schlüssel. Ja, und vergiss nicht, die Zwischentür abzuschließen. Überrascht lächelt Rose. Eddie, die Oma ist schon ganz liebe. Ja, lass mal gut sein. Ilse entfernt sich. Gundula trägt eine Babywanne und einen Eimer aus Ricardas Zimmer in den Flur. Sorgsam platziert sie ein Dekokissen auf Ricardas Bett und hängt einen weißen Stern mit Lichterkette ans Fenster. Gundula schaltet die kleinen Glühbirnen an und lächelt zufrieden. Der Blick wandert an der Hausfassade zum Erdgeschoss herab. In seinem Arbeitszimmer wendet sich Gerald mit einem Ordner zu Susanne im Gästebett um. Die trägt einen Turban im Schlangendesign. Ich habe mir jetzt mal eine Übersicht verschafft. So wie es aussieht, ist Privatinsolvenz anzumelden die einzige Lösung. Er hält ihr Unterlagen hin. Wenn alle Stücke reißen, dann müssen wir eben Grundsicherung für dich beantragen. Sie starrt ihn an. Was für? Ja. Dann gehe ich doch lieber gleich in die Spree. Susanne reibt sich über die Hand. Ihre Nägel sind lang und rot lackiert. Es ist dunkel. Hadi kommt in Mütze und Mantel aus dem Wohnmobil und schließt es ab. Er sieht auf seine Uhr und schaut lächelnd zu einem Fenster hoch. Dahinter zündet Rose eine Kerze an und stellt sie vor die Marienfigur. Hadi huscht weiter. Rose geht zu einem zweiten, kleineren Fenster. Sie schiebt eine weiße Spitzengardine zur Seite und beobachtet Hadi, der erst Richtung Haustür geht und sich dann entfernt. Mit einem beschriebenen Pappschild unter dem Arm bleibt Mats an einer Ampel stehen. Onkel Hadi! Er winkt über die Straße. Mats! Hadi verschwindet in einer S-Bahn-Station. Hey, Lieblingsklimaschützer. Hey, Schwester. Zu Ricarda. War das da eben Hadi? Jupp, macht gerade einen auf geheimnisvoll. Oh Mann. Und Rose? Wohnt bei Oma Ilse. Echt jetzt? Oma Susanne wohnt dafür bei uns. Weihnachten. Keiner soll alleine sein. Jetzt kommt's. Oma Susanne ist pleiße. Sie gehen los. Wow. Mama will bestimmt auch wieder die Scheidung. Sie schmückt seit Tagen gegen das Unheil an. Wie jedes Jahr. Und morgen Abend? Wie jedes Jahr. Fondue. Bei den Buntschuhs wird die vierte Adventskerze angezündet. Die ganze Familie sitzt am Esstisch zusammen. Gerald schenkt Wein aus. Eddie sitzt auf Ricardas Schoß. Ich wünsche euch einen frohen vierten Advent und einen guten Appetit. Ich hasse Fondue. Besonders veganes. Susanne hält ihr Glas zu. Ich bin nicht Susanne, ich bin Alkoholikerin und ich bin seit 29 Wochen und einem Tag trocken. Und 4 Stunden und ich bin stolz auf dich, Mutter. Rose? Hadi, soll ich einen für dich mitmachen? Nein, sagst du nicht? Ricarda reicht ihr Eddie. Ach, da ist ja einer ganz müde. Hm? Sie steht auf. Sagst du gute Nacht zum Papa? Hm? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Er hält den Blick abgewandt. Ilse, was hat denn der Sohn heute noch vor? Der sieht ja aus wie ein Urkellner. Wenn du das richtige System hast, dann hast du immer was auf dem Teller, Mats. Aber ich mag keinen Brokkoli. Na, Ricky? Wie läuft's denn so bei dir im Studio? Super. Es gibt übrigens Neuigkeiten. Ach, was studierst du noch mal? Gender Studies. Fragend sieht Rose Hadi an. Da geht's um die Gleichberechtigung der Geschlechter, Rose. Ach so. Wäre auch mal was für dich, Onkel Hadi. Wer trägt Anzug und Fliegel? Also, ich habe die Zusage für 2 Auslandssemester. Wow! Gundula wird ernst. Ich wusste gar nicht, dass du dich für sowas beworben hast. Ich wusste das auch nicht. Ausland ist immer gut. Kann man denn dieses komische Fach überhaupt woanders studieren? Ich gehe nach Helsinki. Na, ich habe ein Jahr in Montreux studiert. Ilse? Helsinki? Aber ist das denn nicht eiskalt da und ewig dunkel? Und das ist doch auch ziemlich weit weg. Finnland? Wie geil. Weltspitze im nachhaltigen Umweltschutz. Ricarda nickt. Ihr könnt euch ruhig mal ein bisschen für mich freuen. Ja, toll. Hey, wir freuen uns auch. Ricky, also toll, ja. Aber ich habe mich da angemeldet. Und ich mache das auf jeden Fall. Finnische Männer sind begnadete. Sie blickt zu Mats. Tango-Tänzer. Die Finne? Tango? Ja. Deine Familie muss sich das aber auch leisten können, weißt du, Ricky? Würdest du dich da bitte raushalten, Hadi? Das ist auch gar nicht teuer, Papa. Nur 5.000 Euro pro Semester. Und ihr habt doch für jeden von uns dieses Konto. Die 10.000 müssen auch erst Ende Dezember überwiesen werden. Welches Konto? Hadi?
Aber das geht jetzt wohl für etwas anderes drauf. Finster hebt Susanne den Blick. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ricarda sieht von Gerald zu Gundula. Räufi studiert schließlich auch in Amerika. Hör doch nicht auf diese Kanaille. Das Ausbildungsgeld wird nicht angetastet. Natürlich nicht. Vielleicht vorübergehend, weißt du, wenn die Krankenhausrechnung kommt. Gerald. Wenn ihr mir das versaut mit Helsinki, dann seht ihr mich nie wieder. Sie steht auf und geht. Och, Ricky. Ilse? Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Susanne ist bankrott, Mutti. Verschuldet bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Halt die Klappe! Ja, und der arme Gerald, der muss es dann wieder ausbaden. Ich gehe auf mein Zimmer. Mats! Oh, bitte bleib doch jetzt. Zu Hardy. Ausgerechnet, du musst dich aufs hohe Ross setzen. Deine Frau musste in Memmingen die Kirche putzen, weil du kein Geld nach Hause gebracht hast. Umso hemmungsloser nistet sie sich bei anderen ein. Ich hab mein Leben lang hart gearbeitet. Ja, im Pornoladen. Schwöre, dass du die Konten unserer Kinder nicht anrührst. Gundula fixiert Gerald, der weist auf Susanne. Ich muss los. Hardy. Oh, du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Oh, doch, er kann. Mit Verlaub, Ilse, dein Sohn ist ein Schlappschwanz. Hardy! Es muss sein, Rose, glaub mir. Er blickt in die Runde. Schwesterherz? Rose wendet sich Ilse und Susanne zu. Das ist eure Schuld. Ihr habt ihn vertrieben. Ach, das hast du schon selbst erledigt, als dein Klein Obama auf die Welt kam. Klein Reggie. Rose springt auf. Ihr seid zwei verbitterte, böse, alte Schachteln. Und bloß weil es in eurem Leben keine Liebe mehr gibt, wisst ihr das von anderen Vergifter. Sie stürmt hinaus. Rose kommt zurück. Eddie Barak. Sie läuft zu ihm. Ja. Da kommt ja mal richtig Temperament zum Vorschein. Hör mal, Mutter. Deinetwege steht uns allen das Wasser bis zum Hals. Und du benimmst dich so, als ging dich das alles nichts an. Ich finde das gelinde gesagt zum Kotzen. Ilses Miene ist grimmig. Susanne starrt ihren Sohn an. Und dann gehe ich wohl besser. Ja, bitte. Ungläubig beobachtet Gundula Gerald. Susanne steht auf und stützt sich auf ihre Gehhilfen. Gerald. Der weicht ihrem Blick aus. Susanne humpelt davon. Gundula blinzelt. Ilse dreht sich Gerald zu. Du setzt deine kranke Mutter auf die Straße? Sie lächelt. Chapeau. Kannst auch gleich mitgehen. Gundula fixiert den Tisch. Wie bitte? Ich höre wohl nicht richtig. Du bist kein Deut besser als Susanne. Mit dem einzigen Unterschied, dass du auf einem fetten Erbe sitzt, mit dem du uns in Schach hältst. Was redest du denn da? Ich bin schließlich nur euretwegen hierher gezogen. Ach, Blödsinn, Mutter. Du hast das Nachbarhaus doch bloß gekauft, damit du uns in Ruf näher hast. Und damit du die Fäden besser ziehen kannst. Aber wirklich um die Familie gekümmert hast du dich noch nie. Geizig, wie du bist. Ilse kneift die Lippen zusammen. Überrascht mustert Gerald Gundula. Die kämpft mit den Tränen. Gefasst erhebt sich Ilse. Fröhliche Weihnachten. Sie geht. Mit ernsten Gesichtern sitzen sich Gundula und Gerald an der langen Tafel gegenüber. Sie tragen kleine Miniatur-Weihnachtsmützen. Eine Sternschnuppe schießt über Ilses Haus hinweg. Hardy kommt durchs Gartentor auf das Grundstück. Kurz blickt er zu einem dunklen Fenster am Haus, dann zum Wohnmobil. Hinter der Heckscheibe leuchtet ein mattes Licht. Hardy dreht sich wieder dem Haus zu und zögert. Er kommt in den Hausflur und schaltet das Licht an. Sein Blick fällt auf die Wohnzimmertür. Der Schlüssel steckt. Er öffnet die Tür und macht das Licht im Wohnzimmer an. Glücklich lächelnd kommt Hardy herein. Der Schlüssel fällt ihm herunter. Hardy erschrickt. Dann streift er sich die Schuhe ab, schiebt sie mit dem Schlüssel zur Seite und geht vorsichtig die Treppe herauf. Oben schiebt er eine Tür ran. Er schleicht zu einer zweiten angelehnten Tür.
Hose? Sanft drückt er sie auf und schlüpft in das Zimmer. Hadi sieht nach unten und sein Blick wird sanft. Rose liegt in einem Bett auf der Seite und hält Eddie Barak im Arm. Ihr Mann lässt sich auf der Matratze nieder und betrachtet sie liebevoll. Zärtlich streckt er seine Hand nach Roses nackter Schulter aus und zieht sie zurück. Er presst lächelnd die Lippen aufeinander und zieht seinen Mantel aus. Es ist Tag. Gerald und Mats tragen einen im Netz verpackten Weihnachtsbaum von der Garage über die Einfahrt zur Terrasse. Dort bestückt Gundula eine Vase mit Fichtenzweigen. Liebling, wäre es nicht klüger, wenn wir den Baum gleich reintragen? Dann wird doch alles nass, Gerald. Gut, dann absetzen. Diese Massenzucht Weihnachtsbäume sollte man sowieso nicht kaufen. Die kommen aus umweltschädlichen Monokulturen, wo genmanipuliertes Saatgut verwendet wird. Das ist eine Biotanne, Mats. Mama, das macht es ja noch schlimmer. Jeder gesunde Baum wird gebraucht, um CO2 aus der Luft zu filtern. Konsterniert sieht Gundula ihren Sohn an. Gerald schneidet das Netz auf. Seine Frau geht ins Haus. Verwundert schaut Gerald ihr nach. Mit einem Seidenunterhemd auf dem Gesicht wacht Hadi neben Roses Bett am Boden auf. Er hebt das Hemd hoch und lächelt. Röschen. Mit der Hand tastet er zur Matratze hoch. Das Bett ist leer. Hadi hebt den Kopf, nimmt eine Babydecke von sich und steht auf. Er hat ein volles Gesicht und einen 3-Tage-Bart. Hadi blickt aus dem Fenster. Das Wohnmobil ist fort. Hadi sieht aus dem kleinen Fenster. Das Einfahrtstor steht offen. Hastig schnappt Hadi seinen Mantel und kommt die Treppe herab. Hose! Mutti? Er schaut in alle Zimmer. Hose! Hadi kommt nach draußen. Er späht vom Einfahrtstor zum Gartentor. Auf Strümpfen durchquert er den Vorgarten. Große Hose, Hose. Zu einer Passantin auf dem Gehweg. Entschuldigung, haben Sie ein Wohnmobil gesehen? Rose bei Ricarda im Zimmer. Das klappt bestimmt mit Helsinki, Ricarda. Rose hebt Eddie von einer Wickelauflage. Und danke, dass der Eddie hier noch mal schlafen darf. Sie legt das Baby auf Ricardas Matratze in ein Bettnestchen. Rose und die dunkelblonde, etwa 19-jährige Ricarda setzen sich zu ihm. Er ist so süß. Du, ich glaub, der Hadi hat eine andere. Vielleicht? Das glaubst du auch, gell? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall musst du mal damit aufhören, dem Hadi die Mutti zu machen. Damit kickst du dich nur selbst ins Aus. Sie sehen sich an. Gundula öffnet die Haustür. Die Rose, die ist mit dem Eddie Barak und dem Wohnmobil weg. Hadi? Der blickt zur Treppe hinauf. Was ist denn? Rose. Ricarda schiebt Rose ins Esszimmer. Ich bin so froh, dass du hier bist, Rose. Ja, zappeln lassen. Hadi, was ist los mit dir? Das Wohnmobil ist weg. Was? Ist weg? Ja, heute Nacht, als ich nach Hause kam, war es noch da. Und wo warst du eigentlich? Ricarda tritt sie. Das Wohnmobil ist längst auf dem Weg in die Ukraine. Vielleicht hat Mutter irgendwas gesehen. Ja, keine Ahnung. Wo ist die eigentlich? Und Oma Susanne? Alle schauen fragend. Ach, das ist ich gehe schon. Hadi entfernt sich. Mutti. Vor der Tür ein korpulenter Schwarzer. Ha. Reginald. Hadi. Ilse und Susanne von hinten vor einer Wasserfläche. Ach, diese Weite. Sie stehen an einem Geländer. Gibt für mich nichts Schöneres als den Blick über das Meer. Freiheit. Ist ja ganz was Neues, dass dir danach der Sinn steht. Glaubt dir kein Wort. Was weißt du denn schon von mir? Genauso viel wie du über mich. Nach 24 Jahren. Gar nichts. Ich wäre für mein Leben gern gereist, nachdem die Kinder erwachsen waren. Sie wendet sich vom Geländer ab. Ich wollte nach Florenz, in die Offizien, nach Ephesus, nach Athen. Sie spazieren über eine lange Seebrücke, die ins Meer ragt. Aber vor allem wollte ich die Pyramiden von Gizeh sehen. Mit Edgar bin ich immer nur bis Tirol gekommen. Ja, und da saß ich dann,
Einmal im Jahr, 3 Wochen. In einer schlichten Pension. Und hab von der großen, weiten Welt geträumt. 40 lange Jahre. Ilse nickt vor sich hin. Hast du was verpasst? Ich weiß. Mein Leben. Mit Erich, meinem zweiten Mann, da bin ich nur in solchen Häusern abgestiegen. Unter 5 Sternen ging bei uns überhaupt nichts. Ich bin noch nie in sowas abgestiegen. Weißt du was? Hä? Wir gehen jetzt da mal rein. Ist das dein Ernst? Ja, komm. Was? Wir leisten uns ein opulentes, richtig teures Frühstück. Und dann fahren wir zurück. Sie gehen auf weiße, klassizistische Gebäude zu. Verlegen sitzt Rose mit Reginald im Wohnzimmer der Buntschuhs. Eine anonyme SMS hat dich über Roses Kind in Kenntnis gesetzt. Wann denn? Stückchen Dresdner Stollen? Oh, thank you. Vor 2 Tagen. Er zückt sein Handy. Ich habe gewartet am Airport auf das Boarding von meinem Flug nach Birmingham. Nach Birmingham? Ja, ich bin jetzt viel unterwegs. Mit meinem Schwiegersohn ist Big Business eingestiegen. Musst du mir später alles drüber erzählen. Gruseliges Englisch. Spricht dafür, dass das jemand von hier geschickt hat. Hier? Im Sinne von hier? In diesem Haus? Darf ich mal sehen? Darf ich bitte mal sehen? Gundula reicht Hardy ja. Reginalds Handy. I want to let you know that you are father again. If you could see Rose's son, you would understand what I mean. Best regards. Also habe ich spontan beschlossen, nach dem Rückflug ein Stopover in Berlin einzulegen. Gut so. Das hast du doch geschrieben, Rose. Die dreht sich um. Was? Hardy lässt das Handy in ihren Schoß fallen. Rose gibt es Reginald. So. Ach so. Reginald schaut in die Runde. Stimmt es? Hardy fixiert Rose. Alle anderen tauschen Blicke. Ein Babyfon steht auf dem Couchtisch vor dem Stollen. Gerührt lächelt Reginald. Ja, das stimmt. Getroffen richtet sich Hardy auf. Er wendet sich zum Gehen. Nein! Ich meine, nein, Hardy! Ich hab dem Reginald nichts gesagt. Rose steht auf. Ich schwör's! Ich schwör's! Bei der Jungfrau Maria! Gerald eilt Hardy nach. Hardy, ich weiß, das ist jetzt sehr heikel für dich. Aber... Hardy umarmt ihn. Aber... Reginald hat doch auch das Recht, es zu erfahren. Und was sind meine Rechte? Natürlich ist das Ganze niederträchtig. Wie immer an Reginald die Nachricht geschrieben. Hatte ich denn überhaupt je eine Chance? Wenn du Rose nicht verlieren willst, dann benimm dich endlich wie ein Mann, verdammt nochmal! Und du weißt, wie es geht, ja? Zum Beispiel kannst du Eddie Barak adoptieren. Gundula ins Telefon. Ob es heute früh einen Unfall mit 2 älteren Damen in einem Wohnmobil gab. Wohnmobil. Rose trägt Eddie ins Wohnzimmer. Lächelnd wendet sich Reginald den beiden zu. Oh, you clever little boy. Er nimmt ihn auf den Arm. He's so beautiful. Hardy und Gerald kehren zurück. He's so strong. Aufgewühlt sieht Hardy zu Reginald. Er dreht sich um. Gerald versperrt ihm den Weg. Oh, I love baby. Wie du gehst. Ich bin ja jetzt schon Grandpa, sei fast ein Jahr. Er wendet sich Hardy zu. You know, Hardy. Er reicht ihm das Kind. Es bedeutet mir sehr viel, dass Little Lady Barak in dir einen so fantastischen Vater hat. Danke. Meinst du wirklich? Wirklich. Es macht mich very, very happy. Hölzern wippt Hardy mit dem Baby auf und ab. Uns auch. Und Rose, ich will zu meinen Verantwortung stehen. Ich werde monatlich etwas für euch überweisen. Ach so. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Reginald und Rose sehen Hardy an. Glücklich stellt sich Rose zu ihrem Mann. Das musst du wirklich nicht, Reginald. Ich finde das eine großartige Idee. An wie viel dachtest du genau? I thought... Ihr könntet das für Eddies Ausbildung sparen. That's a good idea. Rose und Hardy strahlen sich an. Sie küssen Eddies Köpfchen. Auf einer schmalen Landstraße nähert sich das Wohnmobil. Bäume säumen links und rechts den Weg. Das Fahrzeug stottert und bleibt stehen. Vor dem Wohnmobil.
Vielleicht ist einfach nur der Sprit alle. Siehst du hier irgendwo eine Tankstelle? Ja, vielleicht ist es ja auch Kismet. Ilse stutzt. Schicksal! Jetzt kommen wir doch nicht so. Susanne hebt die Krücken. Kismet! Halt! Ein Kleinbus stoppt. An seiner Seite steht halt. Landhaus 4 Linden, halt. Wellness and Spa Hallo. Resort. Guten Tag, da. Hallo. Strahlend lächelt Susanne den Fahrer an. Der Kleinbus entfernt sich vom Wohnmobil. Ein Hotel in der Dämmerung. Ilse und Susanne treten an die Rezeption heran. Guten Abend, die Damen. Guten Abend. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie noch Zimmer frei? Nun, das käme jetzt darauf an, in welcher Kategorie Sie ein Zimmer wünschen. Die beste. Susanne stutzt. Eine Suite? Ja, doch. Ilse. Glaub's ja nicht. Bist ja noch irrer als ich. Ich bin in Zirkuslaune. Gerald und Gundula. Sollten wir uns nicht Sorgen um unsere Mütter machen? Im Ehebett. Dazu habe ich gerade gar keine Lust. Ja, und wenn was Schlimmes passiert wäre, dann hätten wir das schon erfahren. Sie schaltet die Nachttischlampen aus. Gerald, ich bin so stolz auf dich. Über dem Bett leuchten Engellampen. Ach ja? Ja, wie du deine Mutter rund gemacht hast, das war großartig. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du warst aber auch nicht ohne. Sie grinsen. Mein Held. Gundula streicht Gerald übers Gesicht. Wie könnte denn Hirsch sein? Oder dein Hecht? Oh ja. Ja. Sie rollt sich auf Gerald und will ihn küssen. Er blickt zu einer Engellampe hoch. So kann ich nicht. Gerald. Na gut. Sie knipst sie aus. Besser? Fein. Sie küssen sich. Der Wellness-Landhof bei Tag von oben. In der Suite sitzen Susanne und Ilse in weißen Bademänteln beim Frühstück. Den Pfannkuchen mit Kaviar? Oh, ja. Also, ich muss mich nicht unbedingt dran gewöhnen, aber es hat was. Ich gewöhne mich ausgesprochen gerne und schnell an schöne Dinge. Und zweimal Wildberry Dreams ohne Alkohol. Ohne, das ist sehr aufmerksam, dankeschön. Haben Sie uns nicht gestern Abend an der Rezeption in Empfang genommen? Pardon, das muss mein Zwillingsbruder gewesen sein. Nein, der ist Ihnen ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ein sehr hübscher, gut aussehender junger Mann. Ihr Bruder. Der Kellner schaut unbehaglich. Haben die Damen noch einen Wunsch? Nein, danke, Sie können gehen. Er schiebt einen Rollwagen hinaus. Nein, danke, Sie können gehen, aber so redet man doch nicht mit Angestellten. Man flirtet auch nicht mit Ihnen. Ich stehe zu meiner Kundalini-Energie. Jetzt setz doch endlich mal deine Hormone ab, damit dieses Getue mal aufhört. Ilse. Ilse. Sollten wir nicht mal die Kinder anrufen? Ich habe langsam ein schlechtes Gewissen. Das sollten unsere undankbaren Kinder haben. Nach dem Gemetzel vorgestern. Ach, das war so kränkend. Ich will nicht, dass mein Lebensabend so aussieht. No fucking way. Festgenagelt im Rotkehlchenweg. Bevormundet von den Kindern, aus denen unerträgliche Spießer geworden sind. Unerträglich undankbare Spießer. Susanne stützt die Wange an ihre Faust. Hätte nie gedacht, dass es so gut tut, mit dir zu reden. Tito. Ilse schmunzelt. Verknöchertes Biest. Frivoles Luder. Gerne. Also, ich denke, die Situation erfordert einen Plan. Ja. In Zeitlupe. Gundula tritt in einem blutroten Kleid mit Hosenrock aus ihrer Haustür und sie zum Gartentor. Mussorgsky kommt ihr in elegantem Mantel und dunkler Kleidung entgegen. Gundula läuft auf ihn zu. Der Therapeut hat eine hohe Stirn und graumeliertes dunkles Haar. Dicht vor ihm bleibt Gundula erwartungsvoll lächelnd stehen. In normalem Tempo. Herr Mussorgsky. Ich komme im Auftrag Ihrer Mutter. Rose und Hardy kommen von der Terrasse ins Wohnzimmer der Buntschuss. Guten Morgen. Was wollen wir denn so früh? Ach, Herr Mussorgsky, am Heiligabend. Ja. Ricarda. Was ist denn hier los? Kommt doch alle mal rüber, bitte. Herr Mussorgsky hat uns was zu sagen. Gerald. Ich wäre sehr gut von hier, danke. Am Esstisch. Ilse hat mich als Mediator engagiert. Ilse. Ja, Ihre Mutter.
Ach, damit ich nach Helsinki gehen kann? Lassen Sie mich das Ihnen mal erklären. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Neben Gerald, Mats und Reginald. Mats, komm doch mal hier rüber. Danke. Also, ich fasse mich kurz. Ihre Mutter wünscht sich eine Versöhnung. Ach. Und wo ist der Haken? Und zwar noch vor dem Heiligen Abend. Und lädt die ganze Familie ausnahmslos zu einem ausgiebigen Mittagessen ein. Und zwar im blauen Saal des Landhauses Vier Linden. Wie in Amerika. Alles läuft nur über die Shrimps. Hardy mampft Kekse. Über die Shrimps. Hardy. Und wir sollten uns auch beeilen. Also, ich habe überhaupt keinen Bock auf so einen Stress. Aber wenn Sie sich doch vertragen wollen. Dann bis heute Abend oder am Weihnachtsmarkt. Mit Kaffee und Croissant geht Ricarda. Ich kann auch nicht. Ich muss mit Max und Jonas noch was für die nächste Freitagsdemo vorbereiten. Aber da sind doch noch Ferien. Ach so. Hat der Klimawandel dann auch noch Ferien? Also. Mats nimmt seinen Teller mit. Mein Sohn. Das Essen beginnt um 13 Uhr. Und nach der ganzen Veranstaltung zum Wohl des Familienfriedens sollte genügend Zeit sein, sich hier am Abend wieder rechtzeitig vor dem Weihnachtsbaum zu versammeln. Gundula stutzt. Aber der ist doch dann noch gar nicht geschmückt. Wir müssen auch noch in die Kirche. Das Landhaus Vier Linden befindet sich im wunderschönen Spreewald. Gerade mal eine Stunde 15 Minuten von Berlin weg. Oh. 11.30 Uhr wird ein Mietwagen hier sein und ich werde Sie auch begleiten. Wohlvergleich. 10.53 Uhr. Gundula nimmt den Keksteller weg. Hardy. Nochmal. Wo ist der Haken? Kein Haken. Und was ist mit dem Reginald? Wo ist er? Ja, der kommt natürlich mit. Das kläre ich. Sie klären hier gar nichts. Amüsiert geht Mussorgsky. Ich mache ihn auf. Hardy füllt seine Taschen mit Plätzchen. Draußen ruft der Therapeut Ilse an. Ich bin's. Haben Sie alle soweit zum Kniefall? Ich warte damit, bis wir auf der Autobahn sind. Dann können Sie nicht mehr aussteigen. In der Suite? Sehr gut. Ich werde sich noch alle bei Ihnen entschuldigen. Das ist ja für mich als Psychologe das kleine Arme Heinz. Das würde ich aber auch sagen. Und dieser Reginald aus Amerika ist da. Reginald, interessant. Bringen Sie ihn auch mit. Reginald ist hier? Susanne liegt in einem Schaumbad. Oh, das werden wunderbare Weihnachten. In Ilses Haus Hardy zu Eddie. Machen wir jetzt einen schönen Ausflug? Ja, einen schönen Ausflug. Wir gehen zu den Omis. Ja, ne? Schlafchen. Zu Rose? Was, du hast eine richtige Arbeit? Psst, unser Junge sollte schlafen. Also, ich bin Nachtportier im Hotel Spreepalast, eins der ersten Häuser am Platz. Rose staunt. Das ist ja eine richtig verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, außerdem sehr hilfreich für meine soziologischen Studien. Jedenfalls kann ich tagsüber für den Eddie-Barack da sein. Rose verzieht das Gesicht. Oh, Hardy. Ich hab gedacht, du verlässt mich. Oh. Weil du nachts immer weg warst. Meine Rose. Er umarmt sie. Hardy überragt seine Frau um etwa 2 Kopflängen. Mein Röschen. An der Straße steht ein Kleinbus. Zeit, dass wir loskommen jetzt? Gerald öffnet die Beifahrertür. Auf der Rückbank Gundula. Ich staune, dass Sie am 24. Dezember arbeiten. Mussorgsky. Ihre Mutter zahlt sehr gut. Vor den beiden Hardy, Rose und Eddie. Sie enttäuschen mich, Herr Mussorgsky. Gerald fährt. Seid ihr alle angeschnallt? Der Kleinbus entfernt sich. Auf der Autobahn. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich möchte gerne noch etwas erläutern, bevor wir unser Ziel erreichen. Ah, jetzt kommt der Haken. Ihre Mütter haben die Vorwürfe der Familie gegen Sie als schwere Kränkung und tiefe Enttäuschung empfunden. Und beide erwarten eine Entschuldigung von Ihnen. Die Familie stutzt. Bedingungslos. Da können Sie langsam. Also, das ist ja eine verkehrte Welt. Dann sollen Sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, genau. Ich wusste, an der Sache ist was faul. Zu Reginald. That something is lazy in the case. Gerald, wir drehen um. Ja. Autobahn. Nimm die nächste Ausfahrt.
Ja, jawohl. Oh, sorry. Ich muss mal. Rose. Ich auch, mein Schatz. Mussorgsky? Wenn einer muss, muss der ganze Bus, ja. Aber danach fahren wir sofort zurück nach Berlin, ja? Gerald biegt auf eine Raststätte und bremst abrupt in einer Parkbucht. Ah! Hadi hebt die Babyschale mit Eddie aus dem Bus. Alle steigen aus. Oh, komm, vorsichtig. Ja. Hast du die Windeln? Ja, da in der Dash. Welche die? Hadi mit den Herz. Sie gehen los. Ich fasse es nicht, dass sie sich von meiner Mutter kaufen lassen. Jetzt verhärten sie sich nicht, Gundula. Das blockiert die Kraft der Gedanken und den gesamten Energiefluss. Meine Energie ist top. Ich habe mich selten lebendiger gefühlt, Herr Mussorgsky. Sehr gut. Dann nutzen Sie das positiv zur Versöhnung und gehen Sie einen Schritt auf Ihre Mutter zu. Rose rennt vor. Nur über meine Leiche. Ach so. Gerald. Wunder Kind. Ilse. Haben Sie sie soweit? Ja, also wir nähern uns an, ja. Es gibt noch ein paar kleine Differenzen, aber ich bin sehr, sehr guter Dinge. Wir verlassen uns auf Sie. Zu Recht. Und denken Sie an Ihre Provision. Die wird nur fällig bei Erfolg. Susanne zu Ilse. Sehr gut. Tja, das wäre doch gelacht. An der Raststätte sieht Mussorgsky gestresst umher. Er geht durch eine Glastür. Zwei Männer drängen sich an ihm vorbei hinaus. Hey, hey! Sie rennen zum Kleinbus. Einer, er trägt eine Lederjacke, ruckelt an den Griffen. Der andere hält ein elektronisches Gerät und dreht einen Knopf. Auf einem Display steht Auto 2092. Die Türknöpfe springen hoch. Die zwei Männer steigen ein und fahren los. Ein schwarzer Kleinbus derselben Bauart nähert sich und hält in der Parkbucht. Eine Gruppe mit kostümartigen Gewändern unter den Winterjacken steigt aus. Und nehmt eure Wertsachen mit raus. Auf solchen Parkplätzen wird gar nicht in die Autos eingebrochen, ja? Mussorgsky kommt in die Männertoilette. Gerald und Reginald stehen an Pissoirs. Herr Bonchou, Ihre arme, kranke und tief verletzte Mutter. Ist nicht Ihre Abteilung, Herr Mussorgsky. Punkt. Bad timing, dude. Reginald geht. Ich will nicht, dass Sie weiter in meiner Familie herummurksen. Haben Sie das verstanden? Gerald entfernt sich. Wo ist eigentlich Ihr Schwager? Gerald zeigt zur Seite. Pinkelt im Sitzen. Mussorgsky hebt die Brauen und tritt an eine Reihe Toilettenkabinen heran. Sitzen. Schulze? Er dreht sich zu einer Tür um. Herr Schulze? Reginald verlässt den Waschbeckenbereich. Herr Schulze, wir können reden. Wir sind unter uns. Gehen Sie weg. Oh, das ist aber sehr schade. Wissen Sie, also gerade jetzt, wo Sie zu einer gänzlich neuen Haltung gefunden haben, so verantwortungsvoll und mannhaft. Hadi kommt aus der Kabine. Ja, und deshalb werde ich mich auch nicht zu einem Kniefall vor diesen beiden Hexen rumkriegen lassen. Niemand erwartet von Ihnen einen Kniefall. Und wagen Sie es nicht, meine Frau anzusprechen. Sie ist zu schwach, um sich gegen Sie zu wehren. Ich warne Sie. Er trägt Eddie weg. Komm. Mussorgsky schlägt an die Kabinenwand. Die Bunchos, Reginald und Mussorgsky laufen an den Kostümierten vorbei. Gerald richtet den Funkschlüssel auf den Bus. Seltsam. Tut sich nichts. Reginald öffnet eine Entschlüssel-App. Jetzt? Gib mir eine. Hast du eine Idee als alter Autohändler? Mussorgsky drückt Ilses Anruf weg. Ja, die Tür geht nicht auf. Liebe Familie Buncho, denken Sie doch bitte noch mal an Ihre Mütter, die Sie gleich mit weit geöffneten Armen empfangen werden. Das wäre doch für Sie wirklich ein leichtes. Sie hier auf der Raststätte auszusetzen, wenn Sie nicht augenblicklich aufhören, uns anzubetteln. Die Türknöpfe gehen hoch. Ja, was? Wie hast denn du das gemacht? Top Secret. Alle steigen ein. Auf einer Landstraße nähert sich ein Streifenwagen dem Kleinbus von hinten. Gerald, lass mal den Polizeiwagen vorbei. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert am Heiligen Abend. Der Streifenwagen überholt und bremst den Kleinbus aus. Sie stoppen.
Im blauen Saal sitzen sich Ilse und Susanne an einer gedeckten Tafel gegenüber. Ilse schaut auf ihre Uhr. Also ich hatte gehofft, auf Mussorgsky ist Verlass. Susanne streckt die Arme aus. Ah, der hübsche junge Mann noch mal. Sind Sie das von gestern Abend oder von heute Morgen? Ich bin der Zwillingsbruder von meinem Bruder. Schön. Der Kellner lächelt. Frau Schulze, Telefon für Sie. Geben Sie her. Danke. Ins Telefon. Hallo? Polizeirevier Hasenlohe, Hauptkommissar Mattisen, guten Tag. Ja, wir müssen Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir Ihre Angehörigen, die Familie Bunschuh, außerdem deren Begleiter Mussorgsky und den amerikanischen Staatsbürger Shoemaker wegen Verdacht des Kraftfahrzeugdiebstahls im polizeilichen Gewahrsam genommen haben. Das kann ja wohl nur ein geschmackloser Scherz sein. Ja, gute Frau, das sagen Sie natürlich alle immer, nicht? Sie sollen uns abholen. Ja, Ihre Tochter bittet Sie dringend, schnellstmöglich hierher zu kommen. Nein, nein. Wir werden jetzt erstmal schön essen. Gut. Wiederhören. Gut, danke. Mattisen sieht durch eine Glastür. Sie sagt, Sie essen erst. Was? Im blauen Saal lüpfen die Zwillinge simultan Speiseglocken von Ilses und Susannes Tellern. Der gebratene Kabeljau mit zweierlei vom Spreewälder Kürbis. Guten Appetit, die Damen. Köstlich. Ilse schnuppert. Eine hübscher als der andere. Susanne. Fällt die Wahl schwer? Die Zwillinge gehen. Der Mond leuchtet am Himmel vor dem Revier. Wir hätten doch nur stundenlang hier in der Kälte mit euch warten müssen. Und schließlich war alles schon bezahlt. Das Essen war übrigens köstlich. Du herzlose Egoistin. Geht das schon wieder Ilse, los? Ilse. Was, Ilse, Ilse, Sie haben mich geliefert, Mussorgsky. Das ist ja wohl eindeutig. Naja. Ja, und für diesen Reinfall, da zahle ich nichts. Es hat sich ja gar nichts Luft geändert. Luft holen, Ilse, atmen, atmen. Ihre Provision können Sie vergessen. Im Grunde habe ich sie schon immer für einen Schaumschläger gehalten. Ja. Gundula? Schaut mal. Rolfi hat uns ein Video geschickt. Oh nee, lass mal sehen. Die Familie sieht auf Gundulas Handy. Merry Christmas euch allen. Bei euch ist ja schon Abend. Die sitzt bestimmt unterm Weihnachtsbaum. Habt Spaß miteinander. Ich vermisse euch alle sehr. Oh. Bye. Ach Mama, dein Geschenk ist leider immer noch nicht angekommen. Gerald blickt auf die Uhr. Wie kommen wir denn jetzt zurück nach Berlin? Der Zug fährt erst in 2 Stunden. Nein! Taxi anrufen? Nein! Die Polizei! Kommt doch! Hadi trägt die Babyschale. Mussorgsky streckt sein Handy in die Höhe. Rose hebt die Hand. Das ist ein Zeichen von der Jungfrau Maria. Ja. Das ist das Zeichen, dass es der 24. Dezember, 18 Uhr ist. Im ganzen Land läuten jetzt die Glocken, Rose, nicht nur für dich. Aber wir können doch vielleicht in der Kirche warten, bis der Zug abfährt. Oder? Ja, dann ist es vielleicht warm. Vollständig. Rose sieht die Straße hinab. Gerald zeigt in Richtung eines Platzes. Da müssen wir hin. Ja. Gerald zu seiner Mutter. Geht's? In Hut und Mantel mit Pelzbesatz humpelt Susanne auf den Gehhilfen hinterher. Die Gruppe erreicht die Kirche. Durch eine Flügeltür treten sie in das menschenleere Gotteshaus. Ehrfürchtig lächelt Rose. Gott hat uns in sein Haus gerufen. Hallo? Und er spricht auch schon zu dir. Ilse reibt die Hände aneinander. Wenigstens haben wir jetzt ein Dach über dem Kopf. Warm ist es nicht gerade. Ein Pfarrer nähert sich. Da kommt einer. Sie hat der Himmel geschickt. Das habe ich auch gerade gesagt. Maria und Josef mit dem Kinde. Rose, Hadi und Eddie. Engel und Könige, sogar ein wahrhaftiger Balthasar. Reginald tippt an seine Schiebermütze. Guter Gott, Sie müssen mich für völlig durchgeknallt halten. Ivo. Lassen Sie mich erklären. Ich habe großen Hunger. Aber bitte, kommen Sie. Frau Weingut hat ihre berühmten Schnittchen vorbereitet für die Krippenspielgruppe, die nicht kommen kann. Weil man hat ihnen an der Raststätte das Auto geklaut. Die Familie blickt nach unten. Ist das zu glauben? Mussorgsky hat die Arme verschränkt. Tritt doch du näher, mein Sohn. Der Therapeut schaut auf. Komm. Ich muss gestehen, ich fürchtete, dass unser Krippenspiel ausfallen würde dieses Jahr. Doch nun sind Sie alle da. Ja. Susanne strahlt den jungen Mann an. Kommen Sie.
Wir sollten irgendwo noch ein paar Kostüme haben aus früheren Jahren. Aber jetzt gibt es erstmal Schnittchen. Denn Frau Weinguts Schnittchen sind die besten der Welt. Sehr vorzüglich. Alle eilen an einer lebensgroßen Krippe mit Plastikschafen vorbei. Stärken Sie sich erst. Oh, das ist ja super. Eine gedeckte Tafel. Oh, Hadi, da gibt's Leberwurst. Das wird nächste Dame, ja? Oh, ist das lecker. Hadi drückt dem molligen Weingut Eddie in den Arm. Im Kirchenschiff. Der Pfarrer steht auf der Kanzel. Unter ihm posieren Hadi, Rose und Eddie als heilige Familie. Daneben Reginald, Gerald und Mussorgsky als die drei Könige. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste. Und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Noch ist es nicht zu spät für eine Entschuldigung. Mussorgsky. Sagt mal. Hadi. Gerade heute sollten sich unsere Herzen weiten, um zu verzeihen, damit Sie die Provision doch noch kriegen. Ich fürchte, den Wunsch wird Ihnen der Weihnachtsmann nicht mehr erfüllen. Mussorgsky erhebt sich. In der ersten Reihe sitzen Ilse und Susanne. Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst... Von wem auch immer diese hinterhältige SMS an Reginald war, sie hatten Rose und Hardy und Klein Eddy endlich zu einer richtigen Familie gemacht. Psst! Ilse. Frage mich nur, ob das auch ihre Absicht war. Psst! Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Gerührt presst Ilse die Lippen aufeinander. Ihre Augen werden feucht. Aus dem Stall schiebt sich Gundula ein Engelskostüm und mit prächtigen Flügeln hinter Hardy, Eddie und Rose. Sie legt die Handflächen vor der Brust aneinander. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass wir die wohl heiligste Nacht unserer Familiengeschichte hatten. Und vor allem für Rose war klar, das kam von ganz oben. Rose sieht hoch. Danke, Mama. Das Bild wird schwarz. Eine Einblendung. Zwei Monate später. Susanne sitzt am Steuer des Wohnmobils, neben ihr Ilse. Gerald hält diverse Karten in Folie an das offene Fahrerfenster. Mutter, das ist deine Krankenversicherungskarte. Das die Auslandszusatzkrankenversicherungskarte. Diese Karte ist für den Pannenhilfe-Schutzbrief für Deutschland. Ja, und wenn wir das Ding verlieren? Eine sehr gute Frage. Auch daran habe ich gedacht. Ich habe mal die wichtigsten Telefonnummern hier aufgeschrieben. Bei Verlust der EC-Karte ruft ihr diese Nummer an, dann aus dem Ausland diese Nummer. Susanne, Verlust. Das ist ja nicht zum Aushalten. Alle 2 bis 3 Stunden eine Pause an der frischen Luft zu machen. Ja. Und haltet euch an die Geschwindigkeitsbeschränkungen, vor allem im Ausland. Und Mutter, hast du das Obst eingepackt, das ich euch hingelegt habe? Gib Gas, Susanne! Sie drückt ihren goldglänzenden Winterstiefel aufs Pedal. Tschüss! Wie gut sich doch alles nach der weihnachtlichen Versöhnung gefügt hat. Ilse hat zwar zuerst auf unserer bedingungslosen Entschuldigung bestanden, damit wir aber Rickys Ausbildungsgeld nicht angreifen, hat sie doch tatsächlich das nötige Geld für Susannes Schulden vorgestreckt. Und jetzt folgen unsere Mütter sogar gemeinsam dem Ruf der Freiheit. Das Wohnmobil fährt weg. Also, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wohin zuerst? Erstmal zur Kokosblüte nach Husum. Ja gut, aber danach direkt zur Marihuana-Blüte nach Marrakesch. Kommt gar nicht in Frage. Das war Familie Bundschuh im Weihnachtschaos. Eine Produktion der Ziegler Film im Auftrag des ZDF aus dem Jahr 2020. Hörfilmfassung, Audioskript und ZDF.